Ich singe ein Lied für dich und dann fragst du mich, magst mit mir tanzen gehen? Ich glaub, ich steh auf dich. Ich singe ein Lied für dich und die Sterne all sing. Ich hab mich verknallt in dich. Du singst jetzt kein Lied mehr. Jetzt auf alle WM-Spiele tippen und zusätzlich 1 Million Rubel gewinnen. Tipp 3, tipp dir den Kick. Die Euder-Foder-Challenge wird Ihnen präsentiert von Tipp 3. Ja, hallo Michi. Heute hast du eine musikalische Aufgabe. Besorge dir das russische Nationalinstrument Balalaika und erspiele dir als Straßenmusiker mindestens 1000 Rubel. Ja, Herr Foder, Sie sehen, so eine Weltmeisterschaft ist für einen Journalisten natürlich etwas furchtbar Stressiges. Da kann ein bisschen musikalische Abwechslung gar nicht schaden. Und ich glaube, so ein Drei-Seiten-Instrument mehr ist ja eine Balalaika nicht. Kann für einen meisterhaften Gitarristen wie mich eigentlich kein Problem sein. Ich mache mich jetzt einmal auf die Suche nach so einem Teil. Ja, wir sind ein Balalaika. Ein Balalaika. Ja, wir sind ein Balalaika. Wir sind ein Balalaika. Yes. Ja, okay. Getcha, dann komm. Das ist das typische Künstler-, Musiker- und Intellektuellenviertel, durch das uns der Dachsler gerade schon führt. Das noch niemals gehört. Herzlich willkommen im Nobelviertel von Moskau. Hinter mir sehen Sie einen typischen Balalaika- und Music-Store. So funktioniert Hochkultur in Moskau. Ich bin schon sehr gespannt, was uns da drinnen erwartet. Dass man es gern vergisst, spiel mir auf der Balalaika. Der Dachsler hat die Gescherten Werner mit dem Ansatz mitgenommen. Fährt einmal eine Runde um einen Häuserblock und jetzt macht er die fette Kohle mit uns, ist eh klar. Das ist jetzt, haben wir es endlich geschafft. Wir sind jetzt nur mehr 11 Kilometer, wenn ich das russische Navi richtig interpretiere. Aber ich habe eigentlich ein gutes Gefühl bei dem Herrn. Der weiß, was er tut, da fühlt man sich geborgen, wie ein Pilot, der einen sicher durch das Gewitter manövriert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt gleich am Ziel sind. Gell? Geht ihm da? Ja, sag ich ja. Na? Ja, ja, sag ich ja. Der weiß, was er tut, der Mann. Also, auf ein neues, noch 200 Kilometer. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. So, unser lieber Taxler nimmt wieder, wenn ich ihn richtig interpretiere, seine berühmte Denkerpose ein. Das heißt, es kann nicht mehr weit sein. Und es läuft eigentlich ganz gut bis jetzt. Wir sitzen noch nicht einmal 50 Minuten im Taxi, sind in einer der schönsten Gegenden Russlands unterwegs und jetzt haben wir es wirklich gleich. Bin überzeugt. Also die Balalaika dürfte wirklich das Nationalinstrument Nummer 1 sein. So kompetent wie da alle sein diesbezüglich. Was macht er jetzt? I am a passenger and I ride and I ride. Hello? Hi. We're searching for a music store, a balalaika store. Every balalaika store is closed. All over Russia. Nur zur Erklärung, das war jetzt kein Fake-Telefonat. Ich habe tatsächlich mit einer Dame gesprochen, die gut Englisch gesprochen hat. Und die erklärt mir jetzt das bitte anhalten, dass heute offenbar Feiertag ist oder zumindest keine Schule und demzufolge alle möglichen Stores geschlossen haben, folglich auch alle Balalaika-Stores, obwohl es angeblich 5 oder 7 in der Stadt gibt. Ganz spannend finde ich, dass das unser sehr versierter und kompetenter Taxler nicht gewusst hat. Geht schon, fahren wir. Das ist ja eigentlich tragisch in unserer Situation. Wir haben den Taxler jetzt gebeten, uns dorthin zurückzubringen, wo er uns abgeholt hat, also mitgenommen hat, aufgegabelt hat. Das Problematische ist, er findet nicht einmal dorthin. Er fuhrt schon wieder die ganze Zeit am Handy, am Navi um und um. Das ist nur zum Verständnis. Also wir sind jetzt 1,5 Stunden durch die Stadt gefahren, bis unserem lieben Taxler dann die Idee gekommen ist, dass eigentlich ganz in der Nähe von dem Platz, wo er uns aufgegabelt hat, ein Musikgeschäft ist. Also ich meine, hätten wir nur 15 Meter zu Fuß gehen müssen und wären da gewesen. Stattdessen jetzt sind wir jetzt 1,5 Stunden durch die Stadt gefahren. Ah, tatsächlich. Schauen Sie. Hat auch zu. Jetzt hat er völlig die Nerven weggeschmissen. Jetzt ist er weg. Und wir haben noch nicht bezahlt. Jetzt ist er erst, wo er ist. Der Taxler ist uns abhanden gekommen. Er ist einfach weg. Er ist wirklich weg. Gott hat uns erlöst. Wir haben unseren Taxler wieder. Wir haben ihn wieder gefunden. Gott sei Dank. Wir haben schon geglaubt, wir kommen ohne Rechnung davon. Aber nein.
You did a great job, man. Thanks for everything. It was a pleasure. Ein guter Mann. Aus dir wird noch was. Es knistert zwischen uns. Es ist irgendwas Tiefgehendes zwischen uns. Ich glaube, wir spüren beide, dass das was ganz Besonderes werden könnte zwischen uns zwei. Es ist eine Beziehung, die in die Tiefe geht. Der hat den Umsatz des Jahres gemacht übrigens. Der kann mit dem heutigen Tag seine Karriere beenden oder zumindest für den Rest des Jahres auf Urlaub gehen. Thank you for everything. You're a great man. I wish you all the best. Keep on working that hard. So, in unserer Verzweiflung sind wir da jetzt in diesem, was weiß ich was, alles mögliche Laden gelandet. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht eine Balalaika finden. Wir finden Keyboards, was weiß ich was das sein soll, so Schlagwerk allerlei, Kindergitarren, Xylophone, alles. Balalaika ist halt nicht. Also ich weiß nicht, woher sie das haben, hervorragend, dass das Nationalinstrument sein soll. Kein Mensch hat eine Balalaika. Davor, dann nehmen Sie mir es bitte nicht übel, aber ich muss jetzt irgendwann einmal zur Tat schreiten. Ich schwöre, ich bin halb, was heißt halb, ganz Moskau abgefahren. Es gibt keine Balalaika, zumindest nicht heute. Jetzt, wie gesagt, sagen Sie mal bitte nicht besser. Ich nehme das Teil, das einer Balalaika am nächsten kommt und versuche damit mein Glück. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit und all die lieben Sorgen in Auftrag. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich bist, am Freitag oft noch montiere die Ski auf mein Auto und dann begebe mich ins Stubetal oder noch Zöll am See. Wer dort auf den Berg kommt, haben's immer einen lebenden Schnee. Did you like it? Would you give me some money, please? Are you serious? Yes. You're great. May I kiss your feet? Dankeschön. Man merkt, Moskau hat den Ostblock endgültig hinter sich gelassen, die Sowjetunion abgehakt und ist endlich im Westen im Jahr 2018 angekommen. Das sind die modernen Trockneranlagen im Untergrund von Moskau. Tut es angenehm. Ich sing ein Lied für dich und ich stern da als Sing. Ich hab mich verknallt in dich. Du singst jetzt kein Lied mehr. Zumindest für einen guten Zweck werden wir es jetzt spenden, dieses gute Teil. So schaut's aus. God bless you. Jetzt auf alle WM-Spiele tippen und zusätzlich 1 Million Rubel gewinnen. Tipp 3, tipp dir den Kick.